Guten Morgen, Herr Dr. Drees. Ja, guten Morgen. Wir haben alle in dieser Woche gelesen, dass in fließenden Gewässern, Badeseen, sonst wo antibiotikaresistente Keime gefunden wurden. Einige haben sich ganz furchtbar aufgeregt, andere haben die Aufregung nicht wirklich verstanden. Ja, also im Prinzip war das zu erwarten, dass man die findet. Interessant wäre jetzt wirklich zu wissen, woher kommen sie? Also es wurde ja angedeutet, sie kommen eben aus Krankenhäusern, aus Pflegeheimen und eben möglicherweise auch aus Ställen, also aus Gülle oder Mist oder sowas. Aber es gibt auch eben immer eine Resistenzbildung in der Natur. Also wir wissen also nicht, wie ist es in anderen Sedimenten von Bächen, wo weder ein Krankenhaus in der Nähe ist und noch eben irgendeine große Viehhaltung eine Rolle spielt, da ist viel zu wenig bekannt. Gleichwohl muss man darüber nachdenken, welches Gefährdungspotenzial daraus resultiert. Tatsächlich, abgesehen von diesem einen Fall, der dort in Frankfurt vorgekommen sein soll, wo jemand dann gestorben ist, der betrunken in einen Bach gefallen ist und offensichtlich Keime in die Lunge bekommen hatte, ist ja nicht bekannt, dass durch Kontakt mit Gewässern an Badeseen oder so Menschen tatsächlich schwer erkrankt wären. Es müsste schon, glaube ich, ganz dumm laufen, um so auf dem Weg eine Infektion hinzukriegen. Also mit einer großen, tiefen Wunde geht keiner baden und die Keime auf der Haut, die machen ganz wenig. Was wäre die Konsequenz, wenn wir jetzt die Straßenbahnen untersuchen? Wollen wir dann alle nicht mehr Straßenbahn fahren? Weil dort ist eigentlich die Gefahr sehr groß. Dort sind sehr viele Menschen, die auch Krankheiten haben, die antibiotisch schon behandelt waren, die potenziell besiedelt sind und die Oberflächen eben gerade in der Grippesaison wahrscheinlich mit solchen Keimen kontaminieren. Also wir wissen einfach, dass wir mit Erregern leben, ohne dass ich das verharmlosen will. Man muss der Sache nachgehen, aber es ist sicherlich auch nicht so, dass da Panik angesagt ist. Nun hat die Geschichte einen besonderen Dreh nochmal bekommen, weil cholestinresistente Keime gefunden wurden und die WHO Cholestin seit neuestem oder seit relativ kurzer Zeit zu den Reserveantibiotika zählt. Cholestin wird in der Tiermedizin gerne eingesetzt bei Schwein und Geflügel. Wie läuft das denn da? Oder anders gefragt, können wir ganz leicht auf Cholestin verzichten oder können wir es ganz leicht reduzieren? Das kann ich Ihnen nicht so genau sagen. Also ich glaube, dass der Druck sehr groß wird, Cholestin aus der Tierhaltung rauszunehmen. Das muss man ganz klar sagen. Da müssen die Tierärzte wirklich dran arbeiten und die Tierhalter, dass wir dort mit weniger Wirkstoff auskommen als bisher. Es ist einfach so, dass die Humanmedizin sagt, sie brauchen diesen Wirkstoff und sie fürchten eben die Resistenz, die eben möglicherweise ja auch aus der Tierhaltung über Lebensmittel, Infektionen können sich Leute eben mit resistenten Bakterien infizieren und wo diese Bakterien die Resistenz sozusagen durch die Behandlung der Tiere erworben haben. Aber es gibt natürlich Gegenargumente. Cholestin wird seit langem in der Tiermedizin eingesetzt und das Resistenzverhalten hat sich eigentlich in der Tiermedizin nicht dramatisch verändert. Also Cholestin ist nach wie vor sehr gut wirksam und es gibt eben Untersuchungen bei Bakterienstämmen, die man eben sozusagen aufbewahrt hat in Laboren aus den 80er Jahren. Auch damals gab es schon dieses neue entdeckte Resistenzgen und trotzdem hat sich eben in der Tiermedizin die Resistenzsituation für Cholestin nicht verschlechtert. Aber das wird uns nicht davor bewahren, dass Cholestin reduziert werden muss. Vielleicht wird es sogar verboten werden. Und es gibt eben Nachbarländer wie die Niederlande oder auch Großbritannien, die setzen kaum Cholestin ein. Und insofern müsste man das erstmal begründen, warum wir sagen, wir können auf Cholestin nicht verzichten. Sie haben dankenswerterweise die Nachbarländer angesprochen. Aktuell liegt Deutschland bezogen auf den Gesamttierbestand oder genauer gesagt das Gesamtgewicht des gesamten Tierbestandes so im Mittelfeld. Spanien ist der Großverbraucher in Europa mit über 20 Milligramm Cholestin
pro PCU, das ist der Fachterminus für die Einheit. Wir sind so bei 10, aber es gibt auch Länder wie die Niederlande, die sind bei 0,6 Milligramm Cholestin. Wie machen die das denn? Ja, wenn ich das genau wüsste. Also wir wissen auch nicht, warum wir so hoch sind. Wir haben eigentlich keine dezidierten Zahlen. Wir wissen, wie viel insgesamt verkauft worden ist. Wir wissen aber nicht mal genau, wie viel ist in die Geflügelhaltung, in die Schweinehaltung, in die Rinderhaltung gegangen. Also in die Rinderhaltung wahrscheinlich abgesehen von Mastkälbern relativ wenig. Und wir wissen gar nicht, wie es dosiert wird. Und da glaube ich, gibt es sehr verschiedene Praxisphilosophien. Die einen sagen, wir müssen sehr, sehr hoch dosieren. Andere sagen, es reicht, dass wir es hoch dosieren. Und andere sagen noch vielleicht noch mehr, viel, viel, viel hilft viel. Und warum die Holländer mit weniger auskommen, ist nicht ganz klar. Also es gibt teilweise Vermutungen, dass es über Zinkoxidreduktionen gibt. Es gibt auch Vermutungen, dass die teilweise Tierärzte aus Deutschland bemühen, sodass deutsches Cholestin in Nachbarländer geht und statistisch uns belastet. Aber letztlich wissen wir zu wenig, warum andere Länder mit so wenig auskommen und warum wir solche Mühe haben, auf niedrigere Werte zu kommen. Aber der Absatz zumindest der Antibiotika wird doch registriert. Wieso wissen wir denn dann so wenig? Wir wissen nur, wie viel verkauft wurde und in welche Postleitzahlbereiche. Wir wissen aber nicht, ist es an Schweine verordnet worden oder an Hühner verordnet worden. Wir wissen nicht, in welcher Dosierung es verordnet wird. Es gibt natürlich zum Beispiel je nach zugelassenem Präparat, die einen haben eine höhere Dosierung, die anderen haben eine niedrige Dosierung. Und so viel man hört, wird es eher höher dosiert, als es in der Zulassung angegeben ist. Und das ist eben sehr spannend, weil es gerade bei den Legehennen keine Wartezeit auf Eier hat. Und die Legehennen wiederum sind nicht in dem Antibiotika-Monitoring, weder bei QS noch bei dem staatlichen Antibiotika-Monitoring erfasst, sodass wir das alles gar nicht genau nachvollziehen können. Also ich plädiere sehr dafür, dass letztlich wir diese ganzen Schreibereien auf den Arzneimittel-Anwendungs- und Abgabebeleg reduzieren. Der kommt in eine Datenbank und da kann man dann wirklich auch Zahlen rauskriegen über Dosierungshöhe, über Behandlungsdauer, Behandlungshäufigkeit und welche Tierart überhaupt diese Medikamente bekommen hat. Und wenn man dann Vergleiche anstellt, kann man auch sagen, warum macht der eine das so und der andere so und wie lässt sich das wissenschaftlich begründen? Dann kämen wir auch zu Erkenntnissen. Jetzt sind wir im Bereich von Spekulationen. Dazu kommt ja, glaube ich, gerade wurde die Novelle verabschiedet zur tierärztlichen Hausapotheke. Es wird ja in Zukunft zum Beispiel noch schwerer, Cephalosporine der dritten, vierten Generation überhaupt zu verordnen. Was gäbe es denn für Alternativen fürs Cholestin, wenn das auch noch gestrichen wird? Naja, also das ist genau das, also den Teufel mit Beelzebub austreiben. Also wir wollen auf keinen Fall, dass sozusagen das Reserveantibiotikum Cholestin dadurch reduziert wird, dass man auf andere Reserveantibiotika, also da auf die Chinolone vor allem oder auf die Cephalosporine geht. Das wäre also wirklich unsinnig. Das wäre eine statistische Schönung, aber inhaltlich wäre es eher schlechter, als wenn man es so weitermachen würde wie bisher. Es gibt wenig alternative Wirkstoffe, wobei die Experten in der Schweinemedizin sagen, im Prinzip gut, da haben wir wohl Wirkstoffe, dass wir also das Cholestin ersetzen können durch andere Dinge. Die Geflügelexperten sagen, gerade die Freilandhaltung von Legehennen beinhaltet eben ein sehr hohes Risiko von Darminfektionen, weil dort eben in der Außenwelt keine Desinfektion des Untergrundes und so weiter möglich ist. Und wenn man eben auf dieses Cholestin verzichten würde, dann stünde man hilflos vor den Darminfektionen mit Kolibakterien und würde sehr große Todesfallraten riskieren. Dennoch glaube ich, dass andere Länder es ja anders können und dass man eben über das Management Spielraum finden wird, mit weniger Cholestin auszukommen, wenn der Druck entsprechend wächst.